Was geht ab? Neues Spiel, neues Glück. Was haben wir hier so Schönes? Die ist meistens nicht so toll. Okay, naja, wenn es vielleicht eine starke Karte gibt, vielleicht mit dem Heilerling kann man da was machen. Aber ich glaube am Anfang erstmal in Silber und dann kann er mal spielen und wir schauen uns mal in Ruhe die Karten an. Okay, es ist ein bisschen nachtlastig. Was kann der? Ein Thrasher? Da kriegt man Pferde. Das ist eine Angriffskarte. Das ist auch eine Angriffskarte, die mit Müll interagiert. Ui, und hier kriegt man Karten und Aktionen. Der ist natürlich auch extrem stark. Viele starke Karten, was kann Conquest? Gain two Silvers. Und hier plus zwei Karten. Okay, ich denke, man kann auf jeden Fall eine Kette aufbauen. Wir haben hier plus zwei Aktionen. Hier haben wir plus drei Karten. Kauf haben wir auch irgendwo, oder? Haben wir einen Kauf? Hallo, Kauf? Hallo? Okay, Kauf fällt aus. Ist nicht so geil. Entsorgen wir einfach mal, obwohl es vielleicht ein Flop. Nicht so toll. Gain a cheaper card. And a gold. Probieren wir es einfach mit Dismantle zu spielen. Ja, es fehlt ein bisschen der Kauf. Also das ist vielleicht eine Schwachstelle. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, einen Kauf zu generieren? If it's your buy phase, you may play a treasure twice. Kriegt man Pferde, aber Pferde kann man auch nicht für Käufe verwenden. Nein, also es gibt keinen Kauf. Ja, sollen wir dann einfach direkt Big Money spielen, oder? Frage. Der ist schon gut. Fünferkarten sind alle gut. Viel besser als Viererkarten. Der ist auch stark. Der ist auch nicht schlecht. Ich glaube, die ist ein Staple. Aber sechs sind halt noch besser. So ein Heierling, glaube ich, macht hier viel aus. Und das ist auch extrem krass. Okay, man kann hier mit den Boons manchmal einen Kauf bekommen, aber das ist halt sehr vage. Er hat schon Heilling. Ach, das kann ja nicht sein. Okay, wenigstens können wir das Dismantle zum Beispiel. Das ist eigentlich schon eine gute Möglichkeit, wenn man sagt, wir tauschen Estate gegen Kupfer und Gold. Außerdem trifft das Rebel mich dann nicht so schlimm, weil es legt mir die Punktekarten wieder aufs Deck. Also, haben wir das weg. Da können wir uns nur einen Kupfer holen. Und Moment mal, ich kann jetzt hier quasi, kann ich mir stattdessen den hier holen. Ja, das ist ja eigentlich gut. Ach nee, Gold. Moment mal, kann ich das Kupfer irgendwie gegen den tauschen? Scheint anscheinend nicht zu gehen. Okay. Achso, Costing 3 oder mehr. Ja, und jetzt auch ein Ausfall 2. Ja, das war es noch nicht so. Okay. War eine Flop-Runde, aber ich dachte mir, vielleicht geht's ja. Vielleicht können wir das Kupfer gegen den tauschen. Naja, hat nicht funktioniert. Schade. Das wäre es jetzt natürlich gewesen. Das wäre eine gute Kombo gewesen. Naja, gut. Er hat eher einen Heiling schon, das passt mir nicht. Hat er schon wieder 6? Das kann er nicht sein, aber er holt sich ein Stable. Okay, den spielen wir gleich mal. Hui, 7, jetzt geht's ab. Der ist halt auch extrem stark. Aber einen Kauf hat er trotzdem nicht. Jetzt eine Möglichkeit, sich
den zu holen, so als Lapp im Deck, dass wir einfach Lapps haben, aber den irgendwie billiger zu machen. Naja, die beiden Karten sind fett, einfach so Lapp-Effekte sind einfach richtig krass. Nein, er hat den ersten Heiling schon gespielt. Das wird jetzt natürlich schwer. Aber ich habe noch ein Stable. Yes, jetzt habe ich auch den Heiling. Das ist wichtig. Ja, wahrscheinlich ist eine gute Idee, möglichst viele Heilings zu kaufen. Dann nicht zu spät anzufangen, Provinzen zu kaufen. Also, der ist auf jeden Fall Pflichtprogramm. Und dann habe ich 5. Ja, holen wir uns halt da noch an. So ein lappartiger Effekt kann nicht schaden. Jetzt haben wir wieder 5, können wir noch ein Stable holen. Ja, es fehlt irgendwie der Kauf. Da könnte man richtig coole Sachen machen. Mit dem Aktionsgeber hier. Den ganzen Kartengebern. Was kann die eigentlich? So eine Mischung aus Thronsaal und so Thronsaal auf Geld. Yes, genau das, was ich brauche. Können wir den Quatsch mal weglegen? Haben Cash wie Heu. 9. Sollen wir einfach auf die Provinzen gehen? Wir können einfach entweder Provinz kaufen, wenn es nicht geht, Heiling kaufen. Oder erst noch ein Heiling. Das Deck ist noch ziemlich klein. Vielleicht erst noch ein Heiling. Vielleicht ein bisschen zu früh hier schon eine Provinz zu kaufen. Auf der anderen Seite, ja, fuck it, oder? Einfach Big Money, einfach durchheizen. Moment, die sind nur noch 6 Heilings da. Hat er schon so viele gekauft? War ich ein bisschen voreilig mit der Provinz schon wieder. Vielleicht doch Heilings kaufen. Ja, doch, anscheinend schon. Naja, jetzt sollte sich eine Hostelry dazu. Okay, das wäre wichtig, dass ich die jetzt spielen kann. Macht das Sinn, hier einen wegzulegen? Ich denke schon. So, Trash. Hey, jetzt kommt das Gold ins Spiel. Das ist gut. Der Dismantel hat sich echt bewährt. Ich spiele schon echt riskant mit meinem einen Heiling, aber. Der Plan ist einfach, 4 Provinzen zu bekommen, dann irgendwie schnell noch ein Herzogtum einzufahren, bevor er die Hirelings jetzt voll ausspielen kann. Aber ja, es ist schon eher riskant, da mit einem. Vermutlich ist es besser, wirklich 3 oder so zu haben oder 4. Zeit für ein Stable. Komme ich auf 8? Nein, das ist natürlich ein Todesurteil. Wenn ich nicht auf 8 komme, ist es natürlich extrem fies. Soll ich jetzt noch eins spielen? Aber es lohnt sich vermutlich immer noch einzunehmen. Auch wenn das natürlich besser ist, wenn man die erst kauft und dann die Provinzen. Fuck, ich hatte so gehofft, dass ich einfach jetzt jede Runde in der Provinz bekomme. Naja. Es wäre vielleicht auch die Frage gewesen, ob es gut gewesen wäre, jetzt ein Herzogtum zu kaufen. Aber ich bin vorhin auch immer nur so auf 8 gerade gekommen, teilweise. Ist vielleicht auch ein bisschen riskant. Ich denke, es passt, dass wir jetzt hier noch einen zweiten gekauft haben. Der Bade, oh Mann. Ich bin ja froh, wenn man quasi online mit solchen Karten spielt und nicht im Real Life, weil wenn du da im Real Life mit diesen Nachtkarten spielst, musst du mal 50 Karten aus der Schachtel räumen, wenn du dann die Gaben und die Plagen hast und dann die ganzen Geister, wie die alle heißen, da wirst du wahnsinnig, wenn du das alles physisch rausräumen musst. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Nein, nee, doch, passt. Ich dachte schon, ich hätte mich quasi jetzt verlesen und würde nicht auf die 8 kommen, aber es passt alles. Der Moment halte ich mich gut. Also,
Am Anfang war ich nicht sicher, ob ich bestehen kann gegen die drei Heilings, aber jetzt habe ich schon drei Provinzen gekauft. Wenn ich noch eine Provinz kaufe, dann ist schon 4-4er egalisiere. Wenn ich dann vielleicht noch ein Herzogtum mir schnapp. Ich meine, er wird zuverlässig jetzt jede Runde was rausbekommen mit den plus drei Karten jede Runde. Ich meine, er kriegt wirklich jede Runde durch die Karte, kriegt er eine zusätzliche Karte. Also das ist eigentlich komplett overpowered, könnte man sagen. Aber manchmal trotzdem vielleicht zu langsam. Also ich bin froh noch. Ui, er kauft schon hier was. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Eingeständnis. Ich bin so froh, dass ich genug Stables habe. Die sind einfach super stark in so Big Money Konstellationen. Moment mal. Nee, Provinz Trashen ist keine Option. Ja, das ist natürlich ein Ausfall. Was bringt mir denn hier? Ist vielleicht gut. Ich spiele den. Ein 4 ist ein kompletter Ausfall. Kann ich mir nicht mal ein Herzogtum kaufen. Eieiei. Das ist natürlich nicht so geil. Ich kann mir so einen kaufen, aber vermutlich einfach ein Silber am besten. Okay, ich habe immer noch einen Vorsprung. Das ist wichtig. Und ab jetzt werde ich wieder Provinzen rausbekommen. Kann sogar einen zweiten Heiling jetzt spielen, das ist gut. Das sollte ich auch. Okay, die Situation ist immer noch unter Kontrolle, kann man sagen. Boah, diese Nachtkarten machen mich echt wahnsinnig. Da hast du dann so viele kleine Effekte, die man immer lesen muss und so. Das kann schon anstrengend, den zu spielen. Aber ich finde die Plagen noch schlimmer, weil das ist halt wirklich extrem glücksabhängig. Bei manchen Plagen. Also die haben halt gar keinen Effekt auf dich und dann bei anderen kriegst du irgendwie einen Fluch und das ist dann so halt nur Luck dann irgendwie, was du bekommst. Naja, so, jetzt geht's ab. Dann können wir mal discarden. Können wir eigentlich noch einen discarden? Den spielen wir. Den spielen wir auch. Hui, jetzt habe ich sogar 13. Es steht sehr gut von den Punkten her. Ich bin wirklich froh, also ich kann mich nicht beschweren. Sehr nice. Ja, jetzt im Herzogtum. Passt, kann er gerne. Provinz ist auch irgendwie keine Option. Aber ich habe auch einfach Provinzen. Oder? Sollte es kein Problem sein. So, 6, was ist das für ein Reinfall? Kann ich mir auch, kann ich die auch spielen oder ein Kupfer entsorgen? Könnte auch noch ein Gold gebrauchen, sagt mir mein Gefühl. Wenn mir echt Gold mangelt. Ich kann auch ein Herzogtum holen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, ein Gold brauche ich noch. Irgendwie komme ich nicht so ganz auf 8 teilweise und habe jetzt schon ziemlich viel Grünzeug. Und wenn jetzt wirklich anfangen, die ganzen Herzogtümer zu kaufen und ich auch Herzogtümer kaufe, nicht, dass ich dann gar nicht mehr auf 8 komme und der alle drei Provinzen sich schnappt. Und so kriege ich halt auf jeden Fall noch eine Provinz mit dem Gold und das sollte dann auch reichen. Jetzt kommen auch noch die Will-O-Wisps auch noch ins Spiel. Boah, da wirst du wahnsinnig. Weil die generieren dann auch nochmal neue Karten, die dann irgendwelche Geister und so und dann. Uff. Oh, er hat sich jetzt eine Doppel-Dutchie geholt. Okay. Aber ich habe die Stables. Solange ich die habe, ist alles. Jetzt habe ich zu viel. Ist vielleicht sinnvoll, die ganzen anderen Karten abzulegen, dass ich das Gold dann wieder schnell nachziehen kann. Ja, ist auf jeden Fall, denke ich, gut. Okay. Schade, ich hätte gern ein bisschen Gold behalten oder so, weil die nächste Runde wird wieder ein Flop. Aber dann würde ich sagen, spielen wir das Dismantle einfach als. Was ist ein Squirrel auf Deutsch? Irgendwie so. Wie nennt man das Viech? Marder? Weiß nicht. Ist irgendwie so. Also spielen wir den Dismantle einfach als Marder. Und dann müssen wir nächste Runde eigentlich ziemlich sicher auf die Provinz dann auch kommen.
das sollte dann passen. Ach so. Was passiert, wenn er jetzt eine Provinz kauft? Also würde er wahrscheinlich nicht machen, aber was wenn? Das wäre schon doof, ne? Dann habe ich irgendwie gar nichts mehr zu melden. Ja, das wäre ein Ausfall. Okay, macht er nicht. So. Das sind 6. Estate Recon bringt nicht so viele, so viel, vor allem als Endspiel, da kann ich die Punktekarte eigentlich gebrauchen. Machen wir lieber schnell Schluss und gönnen uns dann in der nächsten Runde eine Provinz. Mit Hilfe dieses Malers können wir hier easy eigentlich Herzogtum kaufen. Wir werden jetzt genug Geld bekommen für eine Provinz und es passt dann. Okay, vielleicht kurze Abschlussbesprechung schon mal zu dem Spiel. Was wir gut gemacht haben, denke ich, ist, dass wir gesehen haben, dass es keinen Kauf gibt und dass man deswegen nicht wirklich eine Kette aufbauen kann. Was auch gut war, dass wir Stables gekauft haben, weil die haben sich als extrem stark entpuppt. Also in so Big Money-Szenarien sind die richtig gut. Ich kann eigentlich sagen, dass ich Big Money spiele, also mit ein paar Aktionsgebern. Was anderes mache ich eigentlich nicht viel. Das ist ja eigentlich auch so eine schmiedenartige Karte, die Big Money irgendwie auch unterstützt. Ja. Vermutlich sogar vor allem Big Money. Wenn man. Ach so. Ah, das hätte ich vielleicht gar nicht machen sollen, weil da ist noch ein Gold drunter, oder? Ich glaube schon. Oder habe ich jetzt nicht aufgepasst? Ich glaube, da ist noch ein Gold drunter. Ach so, das war eh schon die letzte Provinz. Passt. Also, was wir sagen können, wir haben es eigentlich gut gemacht. Wir haben auf Big Money gespielt und es hat funktioniert. Schade, dass es kein Kauf war. Es wäre interessant gewesen, da eine Kettenstrategie zu fahren, aber wenn so ein Kaufelement fehlt, ist halt einfach extrem fies. Danke, dass ihr zugeschaut habt und macht's gut. Bis nächstes Mal.